Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Clash of Clans. Ja, in der heutigen Folge werden wir einen Go-YY-Angriff machen, aber diesmal einen richtigen, wo keine Packer dabei sind. Und viele Besuche. Es haben sich wieder einige beworben und der erste, der besucht werden wollte, naja, die meisten sind aus meinem Clan, schätze ich mal. Ja. Ist der GGB Germany. Ich meine, der war in Silber 1. Da ist er ja auch. Level 41, Silber 1. Und sieht zerstört aus. Ja, aber ich kann trotzdem versuchen, das einigermaßen gut zu bewerten. Die Lager stehen sehr weit innen, aber die Magertürme decken es nicht ab. Wo steht denn der andere Mar? Ich würde dir empfehlen, tausch den Magierturm mit der Luftabwehr. Hier stehen deine Lager, ja. Denn der Magierturm muss die beiden Lager abdecken. Der muss sie abdecken. Es gibt keine andere Wahl. Der Magierturm muss zwei Lager abdecken, damit es optimal ist. Dann würde ich die Luftabwehr mit dem Minenwerfer hier tauschen. Und ja, da musst du dir was einfallen lassen. Wenn das Dorf jetzt nicht zerstört wäre, könnte ich es besser beurteilen. Aber so ist das ein bisschen. Yeah. Die Clanburg geht einigermaßen, steht nicht weit, zu weit außen. Aber ich würde die Luftminen da von links wegnehmen von dem Rathaus. Da es schon sehr teuer wird, wenn sich einer nur das Rathaus nageln will und ja, da Fallen sind. Aber sonst würde ich dir empfehlen, mal die Mauern hochzumachen, mindestens auf 6. Ja, 6 ist das mindeste Level. Und mach einfach weiter so. Und ich würde dir empfehlen, den Magierturm unbedingt abzugraden. Ich würde dir empfehlen, das als allererstes zu machen, da. Bis auf was für ein Level geht er auf Level 7? Ich glaube 4 oder 5, dann würde ich ihn mindestens auf 3 oder 4 machen. Aber sonst so. Es geht. Wenn du diese Tipps befolgst, die ich dir gegeben habe, wird die Base besser. Das kann ich dir versprechen. Okay, der nächste, der besucht werden will. Ah ja. Und ich soll noch zu seiner Base sagen, so sieht es aus, wenn man farmt. Da alle wahrscheinlich alle Lager drin stehen oder ich weiß nicht, was du damit meinst, aber gut, okay. Jetzt werden wir den nächsten besuchen, den X-Fisi. Da ist er ja auch Level 100. Er ist weiter als ich. Rathaus Level 8. Level 100. Respekt. Das ist heavy, wenn man so lange noch auf Rathaus Level 8 bleibt. Gut. Clanburg mit sich. Luftabwehr, Dreieck. Minenwerfer, Viereck. Magiertürme. Ja, der deckt 3 ab, sodass der 2 abdeckt und der noch 1 abdecken muss. Das hast du relativ gut gelöst. Ja, der deckt auch 2 Lager ab, da er das dunkle Lager ja noch abdeckt. Best Farmer. Sieht alles am guten Weg aus auf Max. Ja, du hast auch alles auf Max, schätze ich mal. Ja, sieht sehr gut aus, muss nur noch die Mauern hochbringen. Die Teslas sind auch schon auf 6. Top Base, wirklich. Also mit Level 100 auf Rathaus Level 8, das ist schon sehr gut, meiner Meinung nach. Aber ich würde dir empfehlen, ja, das machst du ja auch wahrscheinlich. Du wirst deine Mauer noch alle hochbringen und dann kannst du auch schon das Rathaus upgraden. Und auf 9, finde ich, ist es pornös, was man da alles bekommt. Expose. Naja, man kriegt keinen neuen dunklen Bohrer mehr dazu, aber man kann sich auf 6 machen. Da ist das schon ein Riesenunterschied. Und den nächsten, den wir besucht werden, ist Coolman. Ja, da ist er, ja. Level 56. Rathaus Level 8 und sieht zerstört aus. Hier steht der Minenwerfer. Die Minenwerfer stehen im Dreieck. Die Luftabwehr. Habe ich dich nicht schon mal besucht? Oh. Hehe. Ja, dich habe ich schon mal besucht. Der nächste, der besucht werden wollte, ist DJ 2000 aus meinem Clan. DJ 2000. Bist du nicht mein Clan oder was? Nee. Digga. Wieso bist du rausgegangen? Jetzt kann ich leider nicht besuchen. Wann bist du rausgegangen? Das werden wir jetzt suchen. Es tut mir leid, aber wenn ihr wissen wollt, wann welche Folgen rauskommen, dann guckt doch in der Kanalinfo und da ist schon ein Uploadplan. Und ich kann hier die Errungenschaft abnehmen. Ich habe gestern geschafft, alle 150 Sterne zu holen. Beziehungsweise ich musste meine Bartstruppen loswerden und habe 100% geschafft. Geil! 1000 XP und 20 Juwelen. Das ist doch okay. Und wen wir jetzt besuchen werden, ist Hashtag 8 C
8, Lucy. Ja, wieder Film. Lucy 9, glaube ich. Im Jahr 9, schätzungsweise, ja. Und der besucht werden wollte, ist Fly. Fly Lolz, da ist er auch schon. Lolz. Okay. Rathaus Level 9 mit Level 95. Das ist okay. Die Clanburg steht sehr weit mittig. Die X-Bögen decken die komplette Fläche ab. Die Luftabwehren im Viereck. Die Minenwerfer auf 7 sind schon alle auf Max. Baust du gerade einen aus? Ja, deswegen steht er nicht im Viereck. Fängst auch schon an, die Kanonen auf 11 zu machen. Top. Auch so von der Ausstellung her gefällt mir das Dorf sehr gut. Aber trotzdem werde ich das hier nicht benutzen, da ich mit meiner Base vollkommen zufrieden bin und die auch sehr gut hält. So, jetzt werden wir den nächsten besuchen. Evin wollte nochmal besucht werden. Ich glaube, ich hatte ihn vor Wochen besucht. Wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht ganz genau. So, Clankirche. Oder Kirche. Ich habe eine Skype-Nachricht bekommen. Okay, Clankirche. Das wird jetzt wieder ein Spaß. Kirche. Eine Clankirche? Glaube ich nicht. Ich glaube eine Clankirche. Aber wir probieren es mal mit Kirche. Ja, okay. Schreib mir bitte nochmal, wie dein Clan heißt oder ein Hashtag-Kürzel und das Video, das wäre am besten. Und ich würde auch sagen, wir sind mit dem Besuchen fertig und können auch direkt zum Angriff gehen. Wie ich angreifen werde, mit 6 Mauerbrecher Level 5, 2 Golems und jetzt die Level 2er Hexen. Mal gucken, wie stark die sind. Ich hoffe, die gehen schon einigermaßen ab. Also 5 Hexen Level 2 und 22 Magier Level 5. Und ich würde sagen, ich werde jetzt auch mir einen Angriff raussuchen, beziehungsweise ich werde einen Gegner suchen. Ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Bis gleich. Ich würde sagen, den nehmen wir hier. Ich weiß nicht, wie stark diese Taktik ist. Die Taktik an sich ist stark, aber meine Golems sind erst auf 1. Ja, komm. Das werden wir jetzt einfach probieren. Golem hier, Golem hier. Magier hinterher. Mauerbrecher. Wutzauber will ich nicht direkt setzen. Clanburg. Barbarenkönig auf Level 10 jetzt inzwischen. Und vielleicht hier jetzt doch Wutzauber. Da sieht man überhaupt nichts mehr. Jetzt vielleicht mal die Hexen. Das wäre eine gute Idee. Und die Golems sind noch am Leben. Nein, der eine hat sich hier schon aufgeteilt. Ach nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Ich habe die Königin noch gar nicht gesetzt, ich Dödelkopf. Kacke, hier ein Heilzauber. Komm, was ich haben will, ist Loot. Das Gewinn ist mir im Moment nicht so wichtig. Komm. Der 10er Barbarenkönig. Ja, vielleicht hier ein Sprungzauber, damit er nicht die Mauer kaputt machen muss. Ja, komm, spring rüber, spring rüber. Aber die Hexen, die machen... Alter, die leben ja noch. Ja, jetzt gehen die langsam down wegen die Minenwerfer da. Ja, mach doch... Nein, ich habe vergessen, die Königin zu zünden. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber die meisten Loot haben wir anscheinend bekommen. Glaube ich zumindest. Ich habe nicht gesehen, wie viel am Anfang da war. Aber wir haben die Base gut gestürmt. Okay, hallo und willkommen zurück. Ja, wie immer sind meine Eltern reingekommen, da die nichts anderes zu tun haben, wenn ich hier LPs mache. 45.000 Gold. Überhaupt kein Loot. Und 152.000 Elixier. Ja. Das Leben ist kein Ponyhof, würde ich mal so sagen. Heute ist Freitag. Machen wir heute Clankrieg? Ja, wir werden gleich Clankrieg starten. Und ich würde auch sagen, das war es dann auch für die heutige Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Über Kommentare, wenn ihr mal besucht werden wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.